Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Um was soll es heute gehen? Liebe Nature Chiller, es geht um Folgendes. Wie der reißerische Titel ja schon vermuten lässt, belebe ich alte Klassiker von mir. Klassiker ist gut. Eins von meinen ersten Videos war ja, da habe ich euch gezeigt, wie man Zunderlappen selber herstellt. Und damals noch ohne gesprochenen Ton, sondern nur mit Schrift, mit Untertiteln. Und das will ich heute mal ändern und ich werde das Video nochmal neu aufleben lassen. Und jeder, der sich für das Thema interessiert, wie stelle ich den Zunderlappen her, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Zuerst zeige ich euch, was ihr denn für Utensilien benötigt. So, ihr braucht als erstes 100% reine Baumwolle. Ich nehme immer irgendwas Weißes, das war ein Unterhemd aus 100% reiner Baumwolle. Warum nehme ich was Weißes? Es wird sich nachher schwarz verfärben und so kann ich sehen, ob wirklich alles luftdicht verbrannt ist. In der Dose, zu der ich jetzt komme, irgendeine Dose. Ich hab schon mal erwähnt, die Schoko-Cola, das ist übrigens sehr feier, die Scheiße hier, richtig geil, Schoko-Cola. Ich esse keinen Zucker mehr. Egal, ich habe sie mal richtig gefeiert. Die bieten sich hier wunderschön dafür an. Ich mache es ohne Lagerfeuer. Wer nicht die Möglichkeit hat, ein Lagerfeuer zu machen, ich habe mir einen alten Esbit-Kocher von der Bundeswehr geholt. Müsste jeder kennen. Und dazu passenden Esbit. Russischer Esbit. Dann braucht man auch ein Messer und dann ein Feuerzeug. Das sind so die Grundutensilien, die man braucht, um Zunderlappen herzustellen. Was machen wir im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt werde ich euch mal wieder darauf hinweisen, Leute, bitte helft alle zusammen, um diesen Kanal hier größer zu machen. Teilt meine Videos, sagt es euren Freunden, Bekannten oder auch Feinden, dass hier ein Kanal existiert, der euch vielleicht oder der den ein oder anderen vielleicht interessieren könnte. Helft mir einfach, den Kanal etwas größer zu machen. Aber nicht zu groß, wir wollen ja nicht Mainstream werden. So, mit was geht's weiter? Hier, Esbit-Kocher und Esbit natürlich. So, jetzt die billig-Eigenwerbung beiseite gelegt und komme wieder zurück zum Thema. Ich nehme den Esbit-Kocher, mache den so, dass hier die Dose, mach den so zusammen, dass die Dose hier drauf passt. Anders wird sie nicht drauf passen, oder? Nope. Also ein bisschen zusammen. Kennt ja jeder, der beim Bund war. Obwohl ich ja nicht beim Bund war. Befülle das mit Esbit, so muss ich sagen. So nehme ich diese Zunderdinger hier. Diesen Baumwollstoff, diese Zunderdinger, wieso sage ich Zunderdinger, wenn ich einfach Baumwollstoff sagen könnte? Schneid den nochmal auseinander. Da habe ich hier zwei so größere Lappen, die lasse ich auch so groß. Die kommen jetzt lose hier rein. Lose hier rein. Dann nehme ich da hier noch mal ein Stück. Wenn schon, denn schon. Also wie gesagt, ihr könnt es auch mit dem Bunsenbrenner machen oder sonst irgendwas. Ich mache es halt mit dem oder mit dem Lagerfeuer. Legt es einfach ins Lagerfeuer rein. Geht genauso. Jetzt haben wir den befüllt. Deckel drauf. Gut zumachen. Kleines Loch rein. Keine Angst, ich habe von den Dosen ungefähr 50 Stück. Aber nur ein kleines Loch rein, dass der Rauch entweichen kann, weil Sinn und Zweck ist, dass da drin die Baumwolle verbrennt und wir am Ende nur noch diesen Kohlenstoff übrig haben, der übrig bleibt. Ihr seht das ja dann nachher. Außerdem gehe ich eh davon aus, dass jeder weiß, was Zunderlappen sind. So, zünden wir mal hier den Esbit an.
Stinkt wie Sau, dieses Esbit-Zeug, aber brennt halt echt rauchlos und rußfrei. Das ist halt der Vorteil. Ja. Jetzt nehmen wir einfach diese Schoko-Cola-Dose und legen sie einfach drauf. Und dann heißt es warten, warten, warten und warten. Wir haben jetzt 7 Minuten vor 6, 17.53 Uhr. Ich melde mich um 18 Uhr nochmal. Um 6 melde ich mich nochmal. So schaut es jetzt aus. Nicht schlecht, brennt jetzt der Lack außenrum, aber innen drin brennt es nicht. Geht schon so, keine Angst. Muss so sein. Ist bloß dieser blöde Lack außenrum. Ja. So, ist ein bisschen abgekühlt. Schauen wir mal rein. Ah ja. Schaut ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Yep. Yep. Bissl braucht's noch. Aber nur ein bissl. So, ich habe noch mal einen nachgelegt. Aber die Dose ein bisschen saubriger da. Und dann stellen wir es einfach noch mal drauf. So, jetzt haben wir hier unsere Schoko-Cola-Dose. Es ist jetzt, sieht man es? 12 Minuten nach 18 Uhr, also so lange hat das jetzt gedauert. Wir machen jetzt mit Abkühlen auch, wir machen jetzt die Dose auf und ja, es sind Zunderlappen. Wunderschöne Zunderlappen. Genauso muss das ausschauen, man muss das ganz vorsichtig behandeln, weil es ist nur noch der reine Kohlenstoff und das zerfällt halt schon fast nur beim Hinlangen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Und da braucht man wirklich nur einen Funken und das Zeug brennt. Und das beweise ich euch jetzt gleich. So, und wie beweise ich euch das jetzt? Ein Stückchen Feuerstein. Dann, ich nehme jetzt ein größeres Stück von dem Zunderlappen, was ich gerade gemacht habe. Lege das hier drunter. Nimm dann ein rostendes Messer, wie das Hulterforce GK. Und hau dann einfach Funken runter. Ich hoffe, dass man das jetzt erkennen kann. Und so leicht geht das. Und wenn man jetzt noch ein Zundernest vorbereitet hätte, könnte man das jetzt hier reinlegen. Und schon hätte man ein wunderschönes Feuerchen. Das war's. So stellt man Zunderlappen her. Was sich auch super eignet, das ist Feuermachen mit der Feuerpumpe. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Da geht es wunderbar mit dem Zunderlappen. So, jetzt wird's heiß. Wir sehen uns gleich. Ich sehe euch gleich. Ihr seht mich. Ne, wir sehen uns nicht, weil ich mich nicht zeige. So. Das wollte ich damit ausdrücken. Zunderlappen, so einfach geht es. So Leute, das war's von mir und von meinem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Touristenschnacksler, Spaltenforscher, Gleitcremetechniker, Pferdeflüsterer, Entenjäger.
Leute, geht raus. Nehmt eure Kinder. Bevor ihr rausgeht, abonniert den Kanal. Genau. Kanal abonnieren, dann geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Nicht wie bei uns hier, Herr Robner, die Zwerge, die sowieso den ganzen Tag heraus unbeaufsichtigt rumlaufen. Voll gut. Aber bitte, treibt es nicht zu wild, sagt auch dieses Mal Nature Chill.